Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sorbetin und willkommen zurück zum Meta-Montag. Das Format, in dem ich euch einmal ein Meta-Deck-Profile zeige. Link ist in der Videobeschreibung zu dem Deck, wenn ihr das selber spielen wollt. Das heutige Deck, ihr werdet es schon im Thumbnail gesehen haben, das ist ein Deck, was ab Donnerstag legal sein wird. Und das ist Drytron. Ich habe mich jetzt hier für die Feen-Variante entschieden, denn ich glaube, dass diese Variante am häufigsten auftreten wird. Jetzt wahrscheinlich nicht jedes Deck wird genauso sein, aber das ist die Variante, die mit dem neuen Set so den größten Hype bekommen hat. Und ich denke mal, das werden so die ersten ein, zwei Wochen so die meisten Leute spielen. Für alle, die nicht wissen, was Drytron tun. Drytron sind Lichtmaschine-Monster, die mit 2000 ATK nicht normal beschworen werden können oder gesetzt werden können. Das ist für das Deck übrigens wichtig, ganz entscheidend. Und die haben immer dieselbe Fähigkeit, dass sie entweder ein Drytron-Monster oder ein Ritualmonster vom Feld oder von Hand tributieren können, um dich selber zu specialen, von der Hand oder vom Friedhof. Das haben die quasi alle gemeinsam. Und ihr könnt in dem Spielzug, in dem ihr diesen Effekt nutzt, nicht mehr Monster spezial beschwören, die normal beschworen werden können oder gesetzt werden können. Das ist wichtig, denn alle Karten, die wir irgendwie anders machen können, können wir dann nicht mehr spielen. Extra-Monster, by the way, können nicht normal beschworen werden, deswegen können wir die auf jeden Fall benutzen. Was ihr natürlich nicht vergessen dürft, lasst auf jeden Fall mal dem Channel hier ein Abo da, damit ihr in Zukunft weitere Videos von mir sehen könnt. Und natürlich im Video ein Like da lassen, denn hallo, ich mache mir die Mühe, für euch jede Woche hier ein Deckprofil rauszusuchen, was meta-relevant ist. Also auf jeden Fall mal ein Like da lassen. Leute, das könnt ihr mal für mich bringen, oder? Dann würde ich sagen, geht's jetzt ins Deckprofil rein. Wir fangen an mit Drytron Alpha. Den spielen wir dreimal. Der Turban ist relativ gut. Wie gesagt, Standard Drytron-Effekt. Aber die Karte, die sucht uns, die Ritual-Monster. Was wir in dem Deck so 5 Stück haben, das ist also ein großer Pool an Tages, aber wir wollen mit der auf jeden Fall Benten grabben, dass wir Benten auf jeden Fall resolven können. Die auf jeden Fall dreimal super wichtige Karte, die ist auch als Starter ziemlich gut. Dann haben wir noch dreimal Zeta, der macht das gleiche wie der andere, nur der sucht Ritual-Spells. Nicht ganz so wichtig wie die andere, weil wir spielen nur ein Ritual-Spell in dem Deck, aber die ist auf jeden Fall wichtig, um halt die Ritual-Spells zu grabben, falls wir sie halt brauchen. Deshalb spielen wir die Karte auch dreimal, weil das aufkommen kann, dass wir nicht um den Access zu der Ritualspell haben, wenn wir die Karte nicht spielen würden. Dann spielen wir noch zwei weitere Monster, jeweils als One-Off. Wir spielen einmal Delta. Der kann mir dann beschworen wird, ein Ritualmonster vorzeigen oder ein Ritualspell. Und dann können wir eine Karte ziehen. Ist ganz nice. Das Problem bei der Karte ist halt, dass wir nicht so viele Targets haben, dass sie immer resolved. Deswegen spielen wir die auch nur einmal, weil es ist ganz nice to have, so in der Combo. Aber eigentlich brauchen wir das jetzt nicht unbedingt. Zweite Karte ist der gute Gamma. Und die ist nur auf einzelnen Deck drin, weil wir mit der einfacher Fafnir machen können. Denn die hat die Fähigkeit, dass wenn wir die Spezial beschwören, wir einen Drytron-Monster vom Grave specialen können. Das sind direkt zwei Level 1 Monster, damit können wir Fafnir machen oder Slurilus Monster und dann haben wir Choice zu gehen oder halt die Fafnir-Kombo. Das waren quasi alle Drytrons, die wir spielen. Jetzt geht es einmal um den Diviner. Den spielen wir dreimal. Eine sehr gute Karte, die hat die Fähigkeit, dass wenn die normale Spezial beschworen wird, dass wir ein Fee-Monster von unserem Deck oder vom Extra-Deck auf den Friedhof legen können. Das Prime-Target, was ihr habt, ist halt der Herald of the Arclight. Der sucht uns halt eine Ritual-Spell oder ein Ritual-Monster. Für das Deck ziemlich wichtig, weil die Rituals sind da sehr entscheidend. Kommen wir jetzt zu den Ritualmonstern. Da spielen wir 5 Stück von. Wir fangen zuerst einmal an mit den beiden, die ihr wahrscheinlich schon kennen werdet. Das ist einmal Cyberengel Benten. Die Karte ist Stupid, die sucht uns Light Fairy Monster. Ziemlich gut. Die zweite Karte ist der Herald of Ultimateness. Die Karte ist insane. Die kann Effekte annullieren oder Beschwörungen. Das ist ziemlich gut. Und die endet in der Standard-Kombo auf 4 Fairy-Monstern. Das ist also ziemlich stark. Das heißt, ihr habt quasi 4 Negates oder Beschwörungsannullierungen. 4 Solemn Judgment Set zu haben, wäre schon nice. Und das ist halt quasi genau, was die Karte tut. Dann machen wir weiter mit unserer kleinen Megalith-Engine. Da haben wir einmal Fool. Die Karte ist gut, weil ihr uns Benten wieder auf die Hand geben kann, was nice ist. Und mit der können wir Beatrice machen, was auch ziemlich gut ist. Dann haben wir Ophiel. Ophiel sucht im Endeffekt nur Fool, damit wir ihn beschwören können, damit wir halt einfacher Beatrice machen können. Mehr macht die Karte nicht. Und dann haben wir noch einmal Betor. Betor ist eigentlich eine Go-Second-Option, dass wir halt Karten crushen können. Das kommt nicht so häufig vor, aber das ist eine Option, die wir im Deck auf jeden Fall haben. Deswegen sollten wir die auf jeden Fall auch spielen, weil wir die Möglichkeit dazu haben. Und dann machen wir mit den Feen weiter. Da spielen wir 5 weitere Feen. Das sind einmal dreimal Herald of the Orange Light. Das ist eine Handtrap und gleichzeitig eine Fee, Stufe 2. Das ist wichtig, denn er hat die Fähigkeit, dass wir ein anderes Feenmonster und ihn discarden können. Und dann können wir einen Monster-Effekt annullieren, was ziemlich gut ist, aber der ist primär dafür da, um euch zu beschützen in der Combo oder halt nachher sofort dafür, um als Fodder zu dienen für den Ultimate Nest. Dafür ist sie halt ziemlich stark. Und das andere Fehlmonster zu spielen, spielen wir zweimal. Das ist einmal Eva. Und Eva hat die Fähigkeit, wenn die auf den Friedhof gelegt wird, dass wir zwei andere Fehlmonster vom Friedhof banishen können und uns dann so viele Level 2 Fehlen hinzufügen können, wie wir möchten. Wir schicken die im ersten Spielzug mit Beatrice, um uns halt zwei Monster zu adden. Und dann im gegnerischen Spielzug nochmal mit Beatrice, um halt die anderen zwei Feen zu adden. Das gibt uns halt die 4 Feen im Endboard, was wir halt haben wollen. Dafür ist sie halt gut, ansonsten macht sie nicht viel. Wir können die theoretisch auch mit Herald abwerfen, um was zu suchen.
Auf jeden Fall ziemlich gute Karte. Dann kommen wir jetzt zu den Handtraps. Da spielen wir nicht viele von, sondern nur 4 Stück. Und einer davon ist sogar super. Aber die 4 Stück, die wir spielen, erstmal 3-mal Drawl and Lockbird. Denn die ist im Mirror Match insane. Und die ist auch gegen Dragonlink noch ziemlich gut. Und gegen Shadol. Das sind so die häufigsten Decks, die wir antreffen werden. Deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Option, die im Main Deck zu spielen. Und im schlimmsten Fall ist sie ein Level 1 Monster, was wir normal beschwören können, um halt dann einen Zeus zu machen, zum Beispiel. Dann haben wir Artifact Lancia als One-Off, denn sie ist ein Lichtfee-Monster. Das heißt, je nachdem, wie wir starten, können wir die Karte sogar suchen. Und je nach Matchup macht es sogar Sinn, die Karte zu suchen, damit wir die halt gegen Tribeagle zum Beispiel abwerfen können, um das halt zu outen. Machen wir weiter mit den Zauberkarten. Und das sind die Konstanzkarten. Und die sind, die sind richtig heftig. Wir spielen 3-mal Cyber Emergency, also Cyber Notfall. Die sucht uns halt ein Lichtmonster, also Lichtmaschinenmonster, was nicht normal beschworen werden kann. Alle Drytrons sind das. Also die ist nochmal Access zu den Drytrons. Dann die nächste Karte, die wir auf 3 spielen, Drytron Nova. Drytron Nova sagt, Spezialbeschwöre ein Drytron-Monster aus dem Deck. Insane. Wird zwar in der Endphase zerstört, aber so lange bleibt es nicht auf dem Feld, also ist das komplett irrelevant. Die ist allerdings once per turn. Ist also kein Quick Launch, sondern wirklich halt ein Free Special Summon, die once per turn ist. Das heißt, wenn er von 2 öffnet, ein bisschen böse. Dann machen wir weiter mit Preparation of Rites. Die Karte gibt uns Access zu allen Ritualmonstern, die wir haben, außer Ultimate Nest. Aber die können wir halt suchen über Benton, das ist also vollkommen Bums. Und die gibt uns halt wieder die Ritualspell aus dem Friedhof zurück. Und das ist auch wichtig, denn die Ritualspell kann sich zwar selber recyceln, aber nur einmal. Und wir wollen halt ein paar mehr Ritualbeschwörer machen als nur eine, deswegen ist das gut, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, die wieder zu enden. Die nächste Konstanzkarte ist einmal Drytron Fafnir. Das ist die Fieldspell. Die Fieldspell ist richtig gut, die sucht eine Drytron Spelltrap. Das kann die Ritualspell sein, die wir auch nochmal hier haben, die Ritualspell. Und Nova. Das ist halt der einzige Grund, warum wir die spielen. Die hat denselben Effekt wie Meltdown, dass wir die Effekte von Ritualzauberkarten nicht annullieren können, was ganz cool ist. Aber das ist nicht essentiell notwendig für das Deck. Und wie gesagt, einmal die Ritualspell, weil wir die halt brauchen, aber die kann sich halt recyceln und wir können die über Preparation of Rites wieder vom Friedhof adden, um es halt machen. In der Standard-Kombo braucht ihr auch theoretisch nur 2 Ritualbeschwörungen, das heißt 2 Materialien von Fafnir, um die zu benutzen, ist also eigentlich gut, dass sie sich einmal recyceln kann, weil öfter brauchen wir sie halt einfach nicht. Dann haben wir einmal Called by the Grave, denn wir finden Droll richtig scheiße und wollen nicht, dass Droll durchgeht. Deshalb spielen wir die einmal, ist es auf jeden Fall noch okay. Und dann spielen wir als letzte Karte im Main Deck 3-mal Dark Ruler. Hier gegen so ziemlich alle Decks, die uns halt nerven und stören, Gutes. Das war's zum Main Deck. Jetzt kommen wir zum Extra Deck. Das wird quick and dirty, aber ziemlich interessant. Wir fangen an mit Fusionskarten. Da spielen wir einmal Entis. Brauche ich nichts zu sagen. Ist halt noch ein weiteres Target mit dem Herald. Wenn ihr den Second Turn zieht und ihr habt den Herald schon benutzt, könnt ihr damit halt eine Karte schießen. Ist jetzt nicht bad, könnt ihr benutzen. Zweite Karte ist ein Synchro-Monster, das ist Herald of the Arclight. Das ist die Kombo-Karte, die wir mit Diviner brauchen, deshalb spielen wir die einmal, weil die ist halt gut, die suchen uns halt ein Ritual-Monster oder ein Ritual-Spell. Machen wir weiter mit den Xyz-Monstern. Da spielen wir 3 Karten für Zeus. Das ist einmal Lirilusk. Das Monster kann sich halt einfach zu Zeus machen, weil es halt direkt angreifen kann. Kann 2-mal angreifen, ist ganz nice. Kann sich selber protecten, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall den Zeus raus. Die andere Karte ist Fuchu. Mit der können wir theoretisch auch Zeus machen, was schlecht wäre, aber die ist halt dafür da, dass der Gegner halt den Turn skippen muss, weil er uns nicht töten kann, weil Fuhu auf dem Feld liegt, weil die ist schwer zu removeln, es sei denn, der Gegner hat einen Kaiju, ansonsten bleibt sie auch im Feld. Die andere Karte ist Downer Magician, die ist wirklich nur dafür da, um die oben drauf zu legen, damit wir halt ein Material mehr für Zeus haben. Dann kommen wir zu den nächsten 3 Xyz-Monstern. Das ist einmal Mubeta Fafnir oder Mubeta Fafnir. Das ist insane. Die schickt eine Drytron-Karte aus dem Friedhof, wenn die beschworen wird. Wir können Material von ihr benutzen für Ritualbeschwörung. Insane gute Karte. Dann haben wir noch einmal Beatrice, die ewige Dame. Die ist für die Kombo wichtig, um Ebo auf den Friedhof zu schicken, damit wir halt wirklich unsere Handkarten bekommen, die wir halt brauchen. Richtig gut. Und natürlich der gute Zeus. Wenn wir die Möglichkeit haben, ihn zu machen, warum nicht? Dafür ist er halt im Extra-Deck da. Kommen wir zu den Link-Monstern. Jetzt wird es nämlich interessant. Da spielen wir einmal Link Kuribo. Wir haben ganz viele Level 1 Monster, deshalb spielen wir die. Dann haben wir Maskerena, die ist wichtig fürs Endboard. Kommen wir gleich noch zu. Dann spielen wir 2 Nightmares, nämlich einmal Phoenix und Unicorn, weil das so die ziemlich generischsten guten Karten sind, die wir spielen können. Dann haben wir unsere Link 4 Monster, nämlich Apollosa und Access Code Talker. Denke ich auch nichts zu sagen, einfach ziemlich gute Karten. Entweder First Reward, weil möglich, oder halt einfach Go Second. Brrr. Und das letzte Link-Monster in unserem Deck ist einmal die Underworld Goddess of the Closed World. Die spielen wir nur, weil wir unserem First Turn Board die machen können, um den Gegner halt zu nerven. Deshalb spielen wir die halt, weil die halt gegen viele Matchups ziemlich gut ist. Ne? Und das Negieren von den gegnerischen Effekten ist jetzt auch nicht bad. Ja, das war's zum Deck-Profile. Dann geht's einmal ganz kurz zum
Endboard, auf was dieses Deck halt endet. Das ist nämlich sehr interessant. Ja, für alle, die wissen, was die Kombo macht, die Kombo ist relativ einfach. Ihr braucht dafür Herald und einen Namen von den Drytrons. Dann könnt ihr quasi das Endboard machen, was ihr jetzt sehen werdet. Das besteht immer aus folgenden Karten. Ihr habt einmal den Herald of Ultimateness in Death da liegen. Ganz wichtig, dass er in Death liegt. Und ihr habt vier Handkarten. Das sind einmal zwei Heralds und zwei Diviner. Die habt ihr auf der Hand, damit ihr vier Negates mit dem Ultimateness habt. Dann habt ihr noch Muvita Fafnir ohne Material auf dem Feld, Beatrice ohne Material auf dem Feld und ihr habt noch einmal Maske Rena auf dem Feld. Und das ist im Endeffekt das Endboard. Was wichtig ist, mit Maske Rena könnt ihr entweder Unicorn machen, was gut wäre, wenn ihr halt Monster removen müsst, wenn halt Ultimateness gekitelt wird zum Beispiel. Ihr könnt aber auch mit Maske Rena und dem anderen Monstern die Underworld Goddess machen, um halt generische Friedenseffekte aufzuhalten, ohne die Negates verschwenden zu müssen von Ultimateness. Das kann halt hilfreich sein, wenn der Gegner Monster beschwört, was wir nicht so einfach outen können. Und dann legen wir den einfach weg. Auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, das war's zu meinem Deckprofil. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst mir in den Kommentaren da, welche Decks ihr sehen wollt. Ich dachte mir, das wäre ein cooles Deck, weil das jetzt öfter auftreten wird. Aber es gibt noch andere Meta-Contender, die wir in diesem Format noch nicht gehabt haben. Lasst mich wie gesagt unten in den Kommentaren wissen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao Leute. Bis zum nächsten Video. Genau.